8.10 Uhr auf den Sonntag. Und wir sind freiwillig wach, denn wir laufen jetzt einen Halbmarathon. Für mich ist es einfach wichtig, das Unmenschliche im Körper zu suchen und sich selbst diese Aufgabe zu stellen. Halt deine Schnauze. Wir sind gerade auf dem Weg zur Bahn, weil der Start in Deutz ist und laufen hier gerade über die Ringe und hier müssen wir tatsächlich nachher auch lang. Hi Nelly! Hallo. Du läufst auch mit, ne? Nein. Es ist ja auch gerade eine ganz weirde Mischung zwischen Leuten, die gerade anscheinend vom Feiern kommen und wir, die auf dem Weg zum Halbmarathon sind. Ich weiß nicht, wohin. Fällt gerade auf, wir sind ja nur Deutsche. Hier sind ja nur Allmanns überall. Man sieht da oben einfach noch den Mond. Da oben wird übrigens mal DSDS gedreht. Wer gefragt hat. Problem ist auch, dass wir so unvorbereitet hier reingehen, dass wir nicht mal wissen, wie wir uns aufwärmen sollen. Wir kopieren die ganze Zeit Übungen von irgendwelchen anderen. Also ich nicht. Hier laufen halt auch so Leute mit, die so extra Laufbrillen haben. Oder so Umschnallgürtel mit so Drinks und so, Digga. Wir haben gefühlt nicht mal ein T-Shirt. Es geht los, Freunde. Ich laufe meinen ersten Marathon. Also einen Halbmarathon eigentlich. Stark. Was sind wir da? Hey. Hallo. Hallo. Viel Glück, Idioten. Wir laufen jetzt gerade hier über die Hohenzollernbrücke. Also ich glaube, dass das die Hohenzollernbrücke ist. Deutzer Brücke. Scheiße. Kilometer 3 oder irgendwie so sind wir jetzt so langsam. Wir sind jetzt hier am Rudolfsplatz. Von der Ausdauer her ist top, aber mein rechtes Knie knickt die ganze Zeit weg. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie wieder wie so eine Spinne geschlafen habe oder was Phase ist, aber Augen zu und durch, mein Junge. Wir sind jetzt knapp vom 5. Kilometer. Uns geht's doch immer top. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, dass ich hier zwischendurch die ganze Zeit laber und rede und vlogge, aber hey, YOLO. Die Hälfte haben wir, 10,5 Kilometer. Zwischenfazit, hier stehen extrem viele Leute am Rand mit Schildern, wo Lauf draufsteht. Danke für den Hinweis. Wir sind jetzt bei 13 Kilometer oder so. Ja. Laufen jetzt. Digga, ich dachte, das wäre eine AK gerade. Laufen jetzt auf jeden Fall über die Ringe gerade. Und ich meine, das spornt schon an, ne? Hier stehen überall irgendwelche faulen Säcke, die wahrscheinlich gestern fett saufen waren und uns jetzt anfeuern. Komm mal, Freund. Nelly! Hi! Hallo! Hallo! Jetzt laufen wir gerade über die Venloer Straße. Das ist so circa die schlimmste Straße in ganz Köln. Hier passieren jeden Tag, würde ich sagen, durchschnittlich 7 Milliarden Fahrradunfälle. Weil, guckt euch den Fahrradweg an. Oder der ist 20 cm breit. Achso, welchen Kilometer haben wir? 15? 15, ja. 15. Letzter Kilometer. Ich habe Lukas verloren. Ich hatte irgendwie kranke Seitenstiche, meinte ich soll einfach weiterlaufen. Meine beiden Knie explodieren. Mein linker Fuß. Ich glaube, der ist abgesägt, ich spinne noch nicht mehr. Aber jetzt die letzten 3 Kilometer mit einer Pace von 5 Minuten 20 oder so gelaufen. War schon sehr gut, also Endspurt. We made it! Ich bin im Ziel. Sehr guter Endspurt. Beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen eher anziehen. More passion, more energy, more energy, more footwork. We made it, Freunde. 21 Kilometer. Ich blende euch hier mal die Zeit ein. 6:09 oder so haben wir, glaube ich, gebraucht. Das Problem ist, wir haben uns die Zeit ein bisschen dumm eingeteilt. Wir haben uns auf jeden Fall die Kraft so ein bisschen dumm eingeteilt, weil wir zu Beginn richtig locker losgelaufen sind, weil wir haben halt eigentlich nicht so wirklich gefrühstückt. Wir waren gestern Abend auch noch unterwegs. Wir sind halt die ersten 10 Kilometer, würde ich sagen, mit einer Pace von 6:30 gelaufen. Also wirklich sehr, sehr entspannt. Das Problem war dann allerdings, dass uns irgendwann bei Kilometer 12, 13 aufgefallen ist. Digga, wir können halt deutlich schneller. Und sind dann halt die Kilometer danach nur noch mit einer Pace mit unter 6 Minuten gelaufen oder so. Wie gesagt, ich habe euch da gerade eingeblendet. Oh, das hat mein T-Shirt voll kaputt gemacht. So oder so muss ich sagen, es war schon geil. War auf jeden Fall eine Herausforderung. War auch mal cool, sowas zu machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das auch noch nie verstanden, warum man sowas macht. Weil man kann ja auch einfach so laufen. Was man aber sagt, und ich habe 80 Euro dafür bezahlt, dass ich hier mitlaufen durfte. Slalom um irgendwelche Leute drumherum. Klar, man hat ein bisschen Drinks und so bekommen, aber es war schon echt hart teuer dafür, dass man auch so einfach laufen gehen kann. Die Sache ist allerdings, dass es echt ein langweiliger Sport ist. Man muss nichts können, um joggen zu gehen.
Man muss einfach nur laufen. Das hat nichts mit Skill zu tun. Was allerdings ganz cool ist, ist, dass du wirklich die ganze Zeit nur positive Energie hast von den Leuten. Also keiner ist irgendwie negativ, keiner kann dich irgendwie faulen oder wie bei anderen Sportarten dich irgendwie davon abhalten, irgendwas zu schaffen. Es geht nur um dich selbst. Nelly ist ein Scheiße. Ey, hast du einen neuen Rucksack, Digga? Steht dir. Mein Knie tut so weh. Komm, ein Stockwerk noch. Oh, hallo. Also ich war jetzt gerade duschen und ich muss mich tatsächlich nochmal korrigieren. Das, was am meisten wehtut, ist nicht mein Knie, sondern meine verdammten Nippel. Die sind auch richtig rot. Ich hab so ein Unterhemd angehabt, das hat so gescheuert. Wunderschönes Ambiente. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Größter Scam, den es gibt. Größter Scam. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir sind im Stadion und Köln schießt jetzt ein Tor. Oh, der hat echt was eingeschossen. Vorhin saß ich da hinten, ich bin jetzt aber rübergekommen, weil das ist Kiras erstes Spiel beim ersten FC Köln. Das stimmt einfach nicht. Er labert nur Scheiße. Das ist nicht mein erstes Spiel hier. Ja, ich bin schon super oft hier gewesen, Nummer 1. Was wolltest du sagen? Ich schneide immer alles raus, wenn du dich erklären willst. Ja, du schneidest immer, wenn ich was sagen will. Hey Christian, willst du was zu meinem Vlog sagen? Wen? Mein Vlog. Stuttgart hat 2-0 gewonnen. Wir feiern jetzt hier. Der Stuttgart-Fan freut sich. Mir geht's nicht so gut. Zeig mal deine neuen Tattoos. FC erstmal tätowiert, okay. Das ist cool, oder? Zeig mal das andere. Nein. Nein. Du wolltest das nicht. Hast du dir die Skyline von Köln tätowiert? Ist das Köln? Boah, das haben wir uns so verdient, ne, Neddy? Mhm. Euer Lieblingsvlogger Laser Luca würde an der Stelle den heutigen Vlog jetzt auch beenden. Wir haben tatsächlich gar nicht mehr viel gemacht, außer eine Menge gegessen und Filme geguckt. Von daher, was ist das? Da es euch eh nicht gefallen hat, brauche ich auch gar nicht sagen, dass ihr mich abonnieren müsst. Und ja, ich kann keinem von euch empfehlen, Halbmarathon zu laufen. Mir tut alles weh.